ich das Mikro? Na gut. Wäre auf jeden Fall besser. Gut, dann mach ich's. Ja, Zeit läuft. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das war ja jetzt gerade hochspannend und ich überlege noch, was ich von der These halte, die menschliche Arbeit wird weniger, aber wichtiger. Das ist, wird mich heute noch beschäftigen. Ich bedanke mich für die Einladung und die Gelegenheit und finde es toll, dass wir hier in diesem Kreis über das Thema diskutieren, weil wir werden die nächsten Jahre uns noch die Zähne ausbeißen an diesem Thema, weil ich glaube, je tiefer wir in den Prozess einsteigen, umso weniger wissen wir wirklich. Ich danke der Sabine auch deswegen, weil sie mir vieles vorweggenommen hat, dass ich jetzt nur noch erwähnen muss und mich dann auf die anderen Teile konzentrieren kann. Ich will vorab die These formulieren, dass natürlich die Begeisterung der Industriegewerkschaft und auch der IG Metall an diesem Thema mit dem zusammenhängt, was Sabine Pfeiffer schon erwähnt hat, weil es scheinbar eine ungeheure Aufwertung der abgeschriebenen industriellen Wertschöpfung bedeutet. Die Renaissance der Industrie über die Digitalisierungsdebatte ist für eine Industriegewerkschaft natürlich erstmal eine schöne Sache. Man kann sich allerdings nicht allzu lange darüber freuen, weil man sieht, dass diese Renaissance der Industrie mit einem wahnsinnigen Ökonomisierungsschub einhergeht. Und die ganze Diskussion ist im Grunde genommen eine Rationalisierungsdiskussion. Oder wie es in einer Studie der Deutsche Bank Research mal stand, wenn es nicht gelingt, den Industriestandort in ein Update hineinzubringen, dann geht die Digitalisierung nach hinten los. Und ich glaube, diese Begrifflichkeiten sagen schon und deuten an, in welche Richtung das geht. Es gibt viele, viele Rätsel. Die Ökonomen zum Beispiel diskutieren gegenwärtig, wie das sein kann, dass mit zunehmender Digitalisierung die statistisch nachgewiesene Produktivität eher sinkt als steigt. Hochinteressant, große Probleme für unsere Tarifpolitik, wenn wir unseren Verteilungsspielraum berechnen. Also alles Dinge, die wir noch nicht richtig im Griff haben. Ich würde gern folgendermaßen vorgehen und muss ein bisschen springen, damit ich die Zeit nicht zu sehr überziehe. Ganz kurz ein paar Anmerkungen zu diesem Thema. Was ist das jetzt? Da kann ich auf Sabine in weiten Teilen verweisen. Ein paar, meiner Auffassung nach, in den Betrieben dominante Konflikte der Digitalisierung benennen, die sich zwischen Rationalisierungs- und Humanisierungstendenzen bewegen. Drittens natürlich ein paar Punkte benennen, die aus der gewerkschaftlichen Interessenvertretungspolitik besonders wichtig sind. Und viertens möchte ich als Ausblick auf eine Debatte hinweisen, die ich sehr spannend finde. Immerhin diskutieren wir ja hier unter dem Namen von Rosa Luxemburg. Ich will jetzt nicht groß Definitionen der Digitalisierung machen, das hat die Sabine viel kompetenter dargestellt, als ich das könnte. Wenn ich von Digitalisierung rede, dann meine ich insbesondere die Dimensionen des Prozesses, die darauf hinauslaufen, dass alle Elemente des Wertschöpfungsprozesses miteinander digital vernetzt werden, von der Ressourcenbeschaffung bis hin zum Konsumenten. Und dass dieser Prozess zweitens mit einer ungeheuren Beschleunigung aller Prozesse, die damit zu tun haben, einhergeht. Jetzt gibt es gesellschaftliche, volkswirtschaftliche und betriebliche Dimensionen dieses Prozesses und ich möchte zu den betrieblichen Dimensionen kommen und möchte das ganz kurz erwähnen, weil viele der konzeptionellen Veränderungen auf der betrieblichen Ebene sich kreisen um den Begriff der Agilität. Das digitalisierte Unternehmen ist das agile Unternehmen. Der Begriff der Agilität kommt aus der Softwareentwicklung und ist dem Grunde nach eine Konzeption, die davon ausgeht, dass die kleinen, flexiblen, schnellen Lösungsprozesse viel effizienter sind als die riesengroßen, langdauernden, umfassenden Lösungsprozesse. Und dieser Begriff der Agilität ist übertragen worden auf die Unternehmenskultur und die Vorstellung von Unternehmen. Das heißt also, wer sich als Experte der Digitalisierungsdebatte outen will, darf auf gar keinen Fall mehr flexibles Unternehmen sagen, sondern er muss agiles Unternehmen sagen, besser noch agile. Und dann besser noch Agile Company. Dann zeigt man, dass man mittendrin ist in der Debatte. Jetzt könnte man ewig darüber reden, das will ich nicht tun. Ich will nur andeuten, dass dieser Prozess der Verwandlung traditioneller Unternehmen in agile Unternehmen ganz unterschiedliche Ebenen betrifft. Von der Arbeitsorganisation im traditionellen Sinne über Kulturfragen bis hin zu Strukturfragen. Und ich will als einen Ausschnitt aus dieser Debatte hinweisen auf dieses Thema Struktur. Scrum-Strukturen sind wiederum Strukturen, die aus der Softwareentwicklung kommen und sind im Grunde genommen eine neue Form der sogenannten offenen Innovationsprozesse, wo also
jenseits der betrieblichen Hierarchiestrukturen versucht wird, ökonomische Innovationsprozesse im Betrieb zu organisieren. Begriffe, die dazu gehören, sind Open Innovation, Crowdworking, also die Vorstellung, dass man nicht mehr über hierarchische Strukturen, hier befiehlt einer, da entwickelt einer und dann kommt der andere und setzt das in die Produktion um, sondern dass es offene Prozesse sind, in denen Innovationskooperation stattfindet, wie das gedacht wird, auch nach außen, bis hin zu Start-ups und der Kooperation mit großen Unternehmen, bis hin zu Innovationsprobleme, die online ausgeschrieben werden, an denen sich dann über soziale Medien beteiligen kann, wer will. Also eine neue Form der Organisation. Und dass diese Organisation auch in die traditionellen Unternehmen Einzug hält, zumindest von der Konzeption her, will ich an einem kurzen Zitat deutlich machen von Herrn Zetsche, seines Zeichens Vorstandsvorsitzender beim Daimler, der unter anderem vor einiger Zeit in einem Interview in der FAZ gesagt hat, wir stellen uns vor, dass wir kurzfristig innerhalb von einem halben Jahr oder Jahr rund 20% der Mitarbeiter auf eine Schwarmorganisation umstellen. Also diese Crowdworking-Konstruktion, in der nicht mehr in üblichen Hierarchien gearbeitet wird, sondern in der alle, von denen man glaubt, dass sie zur Innovation beitragen können, sich quasi in einem flexiblen, offenen Innovationsprozess zusammentun. Sie, die Mitarbeiter, agieren unabhängig von Abteilungsgrenzen, sehr autonom vernetzt. Autonom vernetzt ist auch ein schöner Begriff. Und das ist dann keinesfalls auf einzelne Projekte beschränkt, sondern eine dauerhafte Sache. Die Kolleginnen und Kollegen kriegen Gänsehaus, wenn sie ihren Vorstandsvorsitzenden so reden hören, weil die hören Chaos. Und das ist in vielen Bereichen auch der Fall. Aber es ist wichtig, es sind Andeutungen einer arbeitsorganisatorischen, technikgetriebenen Revolution in den Unternehmen. Wenn wir uns jetzt in die Unternehmen hineinbegeben, dann sehen wir, und auch das hat Sabine schon dargelegt, dass die Konkretisierung der Anwendung digitaler Arbeitsinstrumente ganz, ganz unterschiedlich läuft. Und wenn man versucht mal zu schauen, was sind die Faktoren, die prägen, welcher digitale Entwicklungspfad sich dann ergibt, dann scheinen mir zumindest die folgenden wichtig zu sein. Erstens, es ist natürlich wichtig, was die digitale Technik zulässt, von der Gestaltung her. Aber genauso wichtig ist, auf welchen Stand der Technik in der Produktion, in der Distribution, sie in dem einzelnen Unternehmen trifft. Das ist ein Riesenunterschied, ob das in einem Hightech-Bude stattfindet oder in einer Gießerei. Drittens, die Fantasien der Softwareentwickler und der Techniker sind unbegrenzt. Das Nadelöhr der Profitabilität sortiert aus. Es werden also viele technisch denkbaren Möglichkeiten einfach auf der Strecke bleiben, weil sie sich nicht in der Kurzfristökonomie der kapitalmarktgetriebenen Renditen realisieren lassen. Auch dazu können wir in der Diskussion noch sehr darauf eingehen. Und was nicht unterschätzt werden darf, Realisierungschancen haben nur die technischen Konzepte, die kompatibel sind mit den Macht- und Herrschaftsstrukturen in den Unternehmen. Weil es gibt eine sehr, sehr interessante gegensätzliche Entwicklung. Die demokratische, mitbestimmungspartizipationsorientierte Rhetorik ist immens. Die Realisierung geht in die andere Richtung. Auch dazu werde ich kurz noch kommen. Momentan haben wir wenig Wissen. Und die quantitativ statistisch basierten Studien sind meiner Auffassung nach alle sehr unzuverlässig. Man findet zu jeder denkbaren Möglichkeit zwei Studien, die es belegt. Zum Beispiel, wenn man nach den Beschäftigungseffekten fragt, gibt es Studien, die kommen aus den USA, sind auf Deutschland übertragen. Die gehen davon aus, dass 40% der industriellen Arbeitsplätze automatisierbar sind. Es gibt aber auch Studien, die sagen voraus, 300.000 zusätzliche Arbeitsplätze in der industriellen Wertschöpfung werden kommen. Es gibt alles, was man sich denken kann. Das hat auch viel damit zu tun, wer daran verdient und wer daran hegemonial im Wissenschaftsdiskurs sein will. Das ist nicht besonders verlässlich. Meiner Auffassung nach ist das gegenwärtig verlässlichste empirische Fallstudien in Unternehmen, die sich in den Digitalisierungsprozess begeben haben und insbesondere das Erfahrungswissen der betrieblichen Praktiker. Ich glaube, das sind momentan die entscheidenden Quellen. Wenn man danach schaut, das wäre meine These, dann läuft die Digitalisierung nicht als Humanisierung, sondern sie läuft als Rationalisierung. Die ganzen Technologien, die ganzen Fantasien vom schönen neuen Arbeiten und den Robotern, die uns die Zwangshaltung am Band abnehmen, sind alle denkbare Möglichkeiten, aber offensichtlich ist das Filtersystem, von dem ich gerade geredet habe, so orientiert, dass gegenwärtig dominant ist, das, was schlicht und einfach nicht als Humanisierung von unten, sondern als Rationalisierung von oben kommt. Ich würde diese These gerne kurz mit ein paar empirischen Hinweisen belegen, und möchte
beginnen mit einem Befragungsergebnis aus dem DGB-Index Gute Arbeit 2016. Irgendwo hinten liegen ein paar Broschüren aus, die könnt ihr gerne mitnehmen. Der DGB-Index Gute Arbeit ist eine jährlich stattfindende Befragung von etwa 6.000 Beschäftigten. Und da gab es eine spezielle Fragewelle zum Thema Digitalisierung. Auf die Frage, ist Ihre Arbeitsbelastung durch die Digitalisierung alles in allem eher größer geworden, geringer geworden oder gleich geblieben, sieht man, dass fast die Hälfte der betroffenen Kolleginnen und Kollegen gesagt hat, dass sie das empfinden, dass die Arbeitsbelastung insgesamt zugenommen hat. Auf die Frage, und das ist hochinteressant, wenn man sich anschaut, was zu halten ist von diesen ganzen Kulturdebatten in den Unternehmen, die neue Formen der Kooperation und der Partizipation der Beschäftigten zulassen. Auf die Frage, können Sie Einfluss auf die Art und Weise des Einsatzes der digitalen Technik an Ihrem Arbeitsplatz nehmen, konnte geantwortet werden in sehr hohem Maße, in hohem Maße, in geringem Maße oder gar nicht. Und die negativen skeptischen Einschätzungen sind die roten bzw. die blassroten. Und man sieht, der größte Teil der Betroffenen empfindet die Digitalisierung als fremdbestimmten Prozess von oben. Und einen letzten kurzen empirischen Hinweis möchte ich zitieren aus der wirklich größten empirischen Befragung, Sabine, nämlich der Befragung der IG Metall, N gleich 687.000. Wo unter anderem auch danach gefragt wurde, wie es denn ist in den Unternehmen, in denen die Digitalisierung Einzug hält, mit dem Sicherheitsbedürfnis, weil ja auch das so eine gängige Metapher ist. Die hochqualifizierten, mit digitalen Techniken arbeitenden Menschen sind alle auf dem Arbeitsmarkt gut platziert. Die wollen nicht mehr in das Zwangskorsett der Sozialversicherungen und soziale Sicherheit empfinden, die als Bürokratie und nicht als Hilfe. Auf die Frage, wie wichtig ist für Sie Sicherheit und berufliche Perspektive in der Industrie 4.0, ist auch hier eindeutig der Teil, der sagt, stimme zu oder stimme eher zu, eindeutig dominant. Und nur ein ganz kleiner Teil geht davon aus, dass Themen von sozialer Sicherheit und Unterstützung bei der Entwicklung beruflicher Perspektiven sich von alleine ergeben. Dass diese ersten empirischen Hinweise so sind, wie sie sind, überrascht mich nicht. Weil wenn man sich die Strategie der Unternehmen anschaut, mit der Sie auf diesen Prozess schauen, Sabine hat vieles da schon zugesagt, dann sieht man, dass diese Ökonomisierungstendenz, von der ich gesprochen habe, nicht zufällig ist, sondern dezidiert Zielsetzung der Politik in den Unternehmen. Und ein schönes Zitat aus der BDA Digitalisierungsagenda, die vor etwas über einem Jahr veröffentlicht wurde, möchte ich kurz vortragen. Es lautet, neue Kommunikations- und Produktionsabläufe werden eine höhere Geschwindigkeit der Entscheidungsfindungs- und Umsetzungsprozesse in den Unternehmen und Betrieben zur Folge haben. Verzögerungspotenziale müssen abgebaut, bestehende Regelungen auf ihre Zukunftsfähigkeit hin überprüft werden. Diese Gedankenfigur, dass sozusagen der Digitalisierungsprozess zu einer enormen Beschleunigung von allen Prozessen im Unternehmen führt und dass nur der mithalten kann, wenn die Hürden, die dem entgegenstehen, abgebaut werden kann, ist sozusagen die Basismetapher von allen Äußerungen, die von Seiten der Unternehmen kommen. Und dann haben Sie natürlich auch, damit wir nicht so lange rätseln müssen, gesagt, was Sie denn so sehen an Hürden. Und das ist dann auch nicht so überraschend gewesen, weil es war dann, ich habe nur hier ein paar aufgelistet, natürlich das Arbeitszeitregime, wo Sie dann vorschlagen, dass das Arbeitszeitgesetz verändert werden müsste, um die täglichen Höchstarbeitszeiten wegzukriegen. Damit meinen Sie insbesondere den 8-Stunden-Tag. Sie wollen keine neue Belastungen durch Regulierung bei der Leiharbeit. Mitbestimmung darf technologische Modernisierung nicht verzögern. Da haben Sie auch ein paar Vorschläge gemacht, dass die Betriebsräte gleich außen vor bleiben. Sie wollen mehr Flexibilität beim Datenschutz und so weiter und so fort. Also es ist eine relativ einfache Deregulierungsagenda, die dort präsentiert wird. Nicht alle gehen so offen, interessenorientiert und tump vor. Es gibt auch einen Diskurs im Zuge der Digitalisierung und Agilität der Unternehmen, die mit einem pathetischen Freiheitsbegriff daherkommt. Und auch den möchte ich kurz erwähnen, weil er, glaube ich, auch für unsere Debatte sehr, sehr wichtig ist. Ich zitiere hier gerne Herrn Sattelberger. Der Thomas Sattelberger ist einer der mächtigsten Lobbyisten der Unternehmen. Und omnipräsent. Es ist wirklich phänomenal. Überall, wo ich eingeladen war, das ist wie mit dem Hase und dem Igel. Der Sattelberger war schon da und propagiert eine konkrete Form des demokratischen Unternehmens. Und damit ich nicht zu viel Zeit verschwende,
bitte ich, nicht die ganze Folie zu lesen, sondern nur den letzten Abschnitt. Er beschreibt dort das demokratische Unternehmen, das quasi ein Paradies auf Erden ist. Und zum Beispiel sagt er, wo auf gesellschaftlicher Ebene Begriffe wie Glück, Bildungsniveau oder zufriedenes Leben wichtiger werden, geht es beim gesunden Unternehmen, und das ist das demokratische Unternehmen, zum Beispiel um das Ausbalancieren von Belastungen bei der Arbeit, die Verteilung des Erwirtschafteten auf die Stakeholder und das organische Zusammenwirken von Wirtschaft und Gesellschaft und so weiter und so fort. Also es ist wunderbar. Allerdings, das sagt er dann in unsere Richtung und das sagt er mir auch immer persönlich, Herr Dr. Ohren, das wird Ihnen jetzt nicht gefallen und er hatte recht. Er sagt dann nämlich, Unternehmensführung, Personalmanager oder Betriebsräte haben die Menschen viel zu lange in einer angelernten Unmündigkeit gehalten. Den Aufbruch zu mehr Freiheit haben viele Unternehmen an den Mitarbeitern jahrzehntelang in tayloristische Strukturen ausgetrieben. Betriebsräte und Gewerkschaften müssen lernen, dass die Unmenge an Schutzrechten in den Zeiten des industriellen Turbokapitalismus nötig war, im Übergang zur digitalisierten Ökonomie jedoch zunehmend untauglich oder gar kontraproduktiv ist. Das heißt, das demokratische Unternehmen braucht keine, ja will keine, institutionalisierten Einfluss- und Mitbestimmungsmöglichkeiten. Die sind freiheitsgefährdend. Das muss weg, weil der Schwarm an sich in der Lage ist, von sich heraus nicht nur Innovation hervorzubringen, sondern durch die Innovationsfähigkeit auch Partizipation quasi als kostenlose Nebengabe mitgegeben wird. Und alles, was in institutionelle Strukturen eingezwängt ist, ist des Teufels. Aus dieser Form der Einführung der Digitalisierung in die Unternehmen ergeben sich jetzt eine Vielzahl von Konflikten, mit denen die betrieblichen Kolleginnen und Kollegen gegenwärtig befasst sind. Und auch das will ich nur andeutungsweise machen, weil das sonst zu lange dauern wird. Ich nehme den ersten Bereich geschützte Wissensarbeit oder prekärer Entrepreneur. Wir haben im Zuge der Digitalisierung eine Auflösung des Arbeitnehmerstatus mit allen sozialen und arbeitnehmerrechtlichen Bedingungen, die ja vielfach auch kritisiert wurden, die aber in der digitalen Arbeitswelt auch von den Beschäftigten zunehmend wertgeschätzt werden, weil sie eben auch positive Dinge enthalten, wie zum Beispiel Sozialversicherungsschutz. Der Solo-Selbstständige ist sozusagen die Idealfigur des Schwarm-partizipierenden Innovators. Und die Diskussion, die wir gegenwärtig haben, ist, wie gehen wir um mit dieser neuen Struktur von Freelancern, die IG Metall hat, insbesondere auf Initiative von der Christiane Benner, unserer zweiten Vorsitzenden, eine Beratungsplattform eingerichtet, wo versucht wird, überhaupt mal Kontakt zu bekommen zu dieser Form der Lohnarbeit. Eine ganz heftige Diskussion. Die Flexibilität, insbesondere der Zeit, ist einer der zentralen Punkte, weil die Technik, die digital basierte Kommunikationstechnik natürlich noch stärker, als wir das heute schon haben, eine Entkoppelung von Betriebsstätte und Arbeitsvorgang ermöglicht. Stichwort mobile Arbeit. Das erfordert natürlich eine ganze Reihe von anderen Regulierungen, weil ich will nur mal, weil ich auch für den Arbeitsschutz zuständig bin, einen Hinweis geben. Die traditionellen Vorstellungen von Arbeits- und Gesundheitsschutz gehen davon aus, dass es ein Regelwerk gibt, dessen Einhaltung am Arbeitsort, an der Betriebsstätte überprüft werden und dann negativ oder positiv sanktioniert werden. Wenn man aber gar nicht weiß, wo der Arbeitsort ist, weil er nicht in der Betriebsstätte ist, weil die Menschen irgendwo sitzen und so weiter, läuft natürlich diese Form, ja, der Realisierung von Arbeitsschutzregulierungen leer. Und die Frage ist, was tut man da? Auf jeden Fall wird es eine Steigerung der individuellen Verantwortung des Einzelnen geben. Arbeitsschutzvorschriften, die vorhanden sind, einzufassen. Wollen wir ihn jetzt aber nicht alleine lassen, weil wenn die Ökonomisierungstendenz stimmt, wie ich sie behauptet habe, steht der unter höherem Ökonomisierungsdruck, braucht es neue Formen der Unterstützung dieser isolierten Arbeitskraft bei der Wahrnehmung von individuellen Rechten. Eine Herausforderung, die wir auch im Arbeits- und Gesundheitsschutz längst noch nicht insgesamt bewältigt haben. Und ich will die Dinger jetzt im Einzelnen nicht durchgehen, weil das würde dann zu lange dauern. Aber ihr seht, es gibt im Grunde genommen in diesen Konfliktfeldern der Arbeitszeit, der Verausgabung von Arbeitskraft, des Einkommens, des Kampfs um Qualifizierung und der Frage der Einflussnahme, Pole, die meiner Auffassung nach für Humanisierung oder Rationalisierung sinnbildlich stehen können. Und es gibt Klassenkonflikte innerhalb der Unternehmen, die darüber entscheiden, in welche Richtung sich die Konkretisierung der digitalen Möglichkeiten manifestiert. Und diese Vorstellung, dass es eine an sich herrschaftsneutrale
technologische Revolution gibt, über deren qualitativen Charakter in betrieblichen und gesellschaftlichen Konflikten entschieden wird, ist eine Vorstellung, die auch in den Gewerkschaften noch nicht umfassend geteilt wird. Weil würde man sie teilen, hat das natürlich Schlussfolgerungen für die strategische Anlage der Politik. Dann schätzt man mindestens betriebliche Gegenmacht genauso wie technologische Fantasien. Wenn man das tut, dann ist die Frage der digitalen Gestaltung auch eine Frage des Aufbaus von Verhandlungsmacht. Im Betrieb, außerhalb des Betriebs. Und da sieht es, wie wir alle wissen, nicht gut aus. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa wissen wir, dass die Gewerkschaften in einen enormen Prozess der Defensive geraten sind. Und man schaue sich nur einfach mal für verschiedene wichtige Länder in Europa die Entwicklung des Organisationsgrades der Gewerkschaften an. Wir sehen fast in allen Ländern, geht es in den letzten Jahren runter. Das alle ist für uns ja keine neue Erfahrung. Es gibt Länder, und dass man die Digitalisierung in vielen Bereichen auch, weil die Vernetzung ja natürlich übergreifend, also die Grenzen überspringend ist, natürlich auch transnational denken muss, ist das ein ganz wichtiger Punkt. In einer technologisch-ökonomischen Konstellation, in der die Gestaltungsanforderungen an die Gewerkschaften wachsen, reduziert sich die Organisationsmacht. Eine Dilemmakonstruktion, die nicht besonders erfolgversprechend ist. Und wenn man dann darüber fragt, wie Gestaltung von Gewerkschaftsseite aus abläuft, dann kommen wir als IG Metall, aber auch die Verdi-Kollegen und andere natürlich sofort zum Instrument des Tarifvertrags. Und auch da sehen wir, dass die Entwicklungstendenz alles andere als positiv ist, sondern dass wir eine Entwicklung haben, wo die Regulierungskraft von Flächentarifvertrag nachlässt, anstatt zuzunehmen. Das führt mich insgesamt zu der Schlussfolgerung, dass wir erstens aufpassen müssen, dass wir bei den Gestaltungsbemühungen der digitalisierten Technik nicht zu einem erheblichen Flickenteppich in der Gesellschaft kommen, wo wir in den Bereichen, in denen die betriebliche und tarifliche Durchsetzungskraft noch hinreicht, durchaus Erfolge zeitigen können, aber in den Bereichen, in denen die machtpolitischen Voraussetzungen der Technologiegestaltung niedrig sind, auch niedrige Gestaltungserfolge werden vergegenwärtigen können, was zu erheblichen Problemen für die Entwicklung der Gesellschaft, aber auch die Entwicklung der Gewerkschaften insgesamt führt. Und es führt mich zweitens zu der Schlussfolgerung, dass wir, wenn wir über Technikgestaltung reden, auch gleich immer über Interessenpolitik und über Macht reden müssen. Ich will zum Schluss auf eine Debatte hinweisen, die darüber sogar noch hinausgeht, die also die Technikgestaltung nicht nur nicht vor allem als Technik, sondern als Klassenfrage formuliert, sondern die auch so etwas wie ein systemsprengendes Potenzial in dieser Technik sieht. Und diese Diskussion rekurriert auf dieses wunderschöne Zitat vom alten Marx. Ich lese es kurz nochmal vor, kennen wir natürlich alle, aber aus der Kritik der politischen Ökonomie. Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb derer sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein. Dieser Gedanke, dass sozusagen die kapitalistischen Besitzverhältnisse als Schranken, als Hindernisse der Produktivkraftentwicklung wirken, ist ja ein urmarxistischer Gedanke. Und es gibt jetzt eine Diskussion von einem Autoren, Paul Mason heißt er, der hat ein vielbeachtetes Buch geschrieben und er greift diesen Gedanken auf und er sagt, in den vorhergehenden Kapiteln habe ich gezeigt, dass der Aufstieg der Informationstechnologien, und er meint jetzt da die digitale Informationstechnologien, die tragenden Säule des Kapitalismus untergraben hat, Preise, Eigentum, Arbeitseinkommen. Da der Kapitalismus nicht mehr funktioniert, wird der Postkapitalismus möglich, aber wir haben kein Modell für den Übergang. Also seine These ist, ich will das im Einzelnen nicht darlegen, dass zum Beispiel die Digitalisierung und die Produktion von Wertschöpfung online tendenziell kostenlos vorhanden ist. Also die Null-Grenzkostentheorie geht davon aus, dass also digital das informationell produzierte Güter irgendwann
keine zusätzlichen Produktionskosten mehr vorne. Das verbietet dann, Preise bilden zu können. Und wenn der Kapitalismus keine Preise hat, dann funktioniert der Markt nicht. Das sind so Gedankengänge, die er hat. Das ist eine sehr optimistische und sehr sympathische Darlegung. Ich glaube nicht, dass er recht hat, sondern ich vermute, dass Antonio Gramscis Begriff der passiven Revolution wahrscheinlich der bessere Begriff ist. Nämlich die Vorstellung, dass die revolutionäre Umwälzung sich dann doch erstmal in den vorhandenen Besitz und Produktionsverhältnissen vollziehen wird. Und das, was wir gegenwärtig sehen, sind durchaus Krisentendenzen der kapitalistischen Ökonomie, aber bisher noch keine große Sprengung. Wenn das Ganze dann gesprengt werden soll, dann muss man wohl nachhelfen. Herzlichen Dank.